Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Forza Horizon 4 Multiplayer-Ausgabe. Wie ihr seht, wir sind auf Fortune Island und drehen eine Runde Wheel Spin oder auch hier in der Community bekannt als Alle gegen mich, also den Ray. Ja, mit dabei aber haben wir noch Andy, Eragos, Acid, Crapper, Filmexperte, Date, Bluto-Kaskade, der Lolol, Justin, Muffinheiler und nur 24-Stunden-Racer. Grüßt euch alle. Hallo. Hallo. Mahlzeit. Hallo. Ja, zum Zeitpunkt der Aufnahme haben wir ja noch die Wintersaison und wir haben uns gedacht, wir sind nicht nur Fortune Island, sondern wir wollen den Winter auch ein bisschen zelebrieren hier im Spiel. Wenn schon bei uns kaum noch Schnee fällt, dann wollen wir das immerhin im Spiel ein bisschen erleben. Deswegen werden wir heute keinen Zufallsgenerator bemühen zwischen den Events, welche Jahreszeit wir nehmen. Wir nehmen jetzt tatsächlich heute immer die Winterjahreszeit. Nichtsdestotrotz werden die Events wieder per Zufallsgenerator ausgesucht, was aber auch per Zufall ausgesucht wird, nicht vom Zufallsgenerator, sondern vielmehr von den Spins selber, die dem Format auch den Namen geben. Die drehen wir jetzt, 4 Stück machen wir, normales Regelwerk, aber statt 3 nehmen wir 4 Spins. Und ja, ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Ich will eigentlich gar nicht drauf drücken. Egal. Ich muss jetzt da, ich muss durch. Oh, ich bin echt kurz vor der Maximalanzahl, ey, von den Spins. Oh nein. Oh. Nein. Ja, es heißt jetzt auch wieder natürlich, wenn man ein Auto zieht, dann muss man es nehmen. Es heißt, man zieht 2 Autos, dann wird das. Okay, jetzt muss ich selber noch mal überlegen. Ich habe vergessen, immer wird das teurere wird genommen, das billigere verkauft. Ne, so war das. Für den halben Preis. Genau, und von dem viertelten Wert bekommst du das Doppelte zurück. Oh, alles klar. Ich hasse dieses Spiel. Ich habe schon keine Lust mehr. Schade. Eigentlich kann jetzt gar nicht so viel schief gehen bei mir. Bei mir ist es noch nicht richtig scheiße, aber auch noch nicht richtig gut. Bei mir wird's hammer. Oh Gott, ich hab das beste Auto für den Winter. Alter. Okay, fair enough. Das ist ein Witz! Damit komme ich soweit klar. Nee, das ist das Format. Danke. Scheiße. Fantastisch. Watch Nine gibt kein Glück. Ja, okay, komm. Ist jetzt halt so. Ist okay. Glaubt. Ist okay. Naja, ist okay. Okay. Ist okay. Ich hab zweimal den Millionenspin gesehen und den keinmal bekommen. Geil. Ich hab den 8-mal gezogen. Ach. 8-mal sogar. Ich hab auch 8-mal den 1-Millionen-Spin gezogen bei 4 Spins, die wir machen dürfen. Ja. Mir auch so. Klingt absolut legit, ja. Ja, wir beide dürfen doch doppelt, oder? Alter, ich hab einfach 4-mal den F1 gezogen. Ey, ganz ehrlich, F1 wenn ich gezogen, doppelt fertig. Drehen würde, wäre ich wahrscheinlich immer noch nicht der Beste von allen. Also von dem her. Aber ist okay, ich beschwere mich nicht, es ist, glaube ich, so eine gute, schlecht bis mittlere Spins. Also, aber mehr so nicht. Eine gute, schlecht bis mittlere Spins. Yo. Ja, also schlecht bis mittel, so formuliert. Ja, das Gute ist gemeint so im Sinne von, es könnte schlechter sein. Wie halt jetzt einfach wieder das versucht zu erklären. Best ist egal. PXH-Deutsch. Raische Sprache entwickelt sich stetig voran. Das ist wie Chinesisch. Ja, das ist auch ständig in der Entwicklung. Egal. Ich würde sagen, wir fangen an und labern nicht blöd rum. Deswegen, ich move mal ein paar Leute hier raus und mich selber auch gleich. Ihr dürft auch direkt anfangen. You were moved. Ja. Ich würde sagen, das ist eine solide Basis auf jeden Fall. Und zwar habe ich gezogen das Honda NSX. Jetzt müsste ich nur noch Honda finden. Da. Aus dem Jahre 1992 und insgesamt 165.000 Credits fürs Tuning, also ich glaube, ich muss da heute nicht aufs Budget schauen. Ist auf jeden Fall interessant. Ich werde einen Offroad-Aufbau versuchen, auf jeden Fall. So gut wie es geht. Hau rein. Tor macht am meisten Sinn. Dann machen wir das. Das wäre komplett dumm, ne? Das wäre sowas von dumm. Das Problem ist, mit Offroad-Fahrwerk liegt der Wagen halt nicht mehr wirklich so hoch. Und das könnte mir das Genick brechen. Dadurch, dass wir halt Winter haben, sind die Winterreifen auf jeden Fall eine gute Sache, in die man investieren sollte. Yo! Das ist so bescheuert. Komm, machen wir. Aber warte mal. Eine Sache überprüfe ich jetzt. So, ich kann hier auf 255 und 315 gehen. Wie sieht das mit dem Bodykit aus?
Ich habe die Werte jetzt schon wieder vergessen, glaube ich. Nee, 2,95 und 3,45. Wie hoch kriege ich den Wagen mit dem Offroad-Fahrwerk? Das ist nicht viel, ne? Das ist tatsächlich nicht viel. Aber ich hätte halt definitiv mehr Traktion und die brauche ich. Wir müssen jetzt mal überlegen. Reicht mir das von der Bodenfreiheit? Das ist halt echt. Also für einen Offroad-Fahrweg ist das fast gar nichts. Da tut mir leid, da werde ich lieber darauf verzichten. Zumal mir das auch ein bisschen Gewicht wieder reinbringt. Ja, das ist nicht so viel, aber Kleinvieh scheißt auch. 2,55er sind jetzt auch nicht so klein. Oder 2,55? Ja, doch, 2,55 steht da. Na komm, ich habe eine Idee. Das Problem ist, ich kann die Felgen nicht umfärben. Das ist zum aktuellen Zeitpunkt immer noch relativ schwierig. Easy, die sehen gut aus. Ganz eindeutig. So. Das sind auch typische Ready-Felgen. Wie man sieht. Ach ja, hier war ich ja schon. So. Ja, wir können hier eigentlich problemlos all-in gehen. Wie gesagt, 160.000, sogar einen Tacken mehr habe ich zur Verfügung. Wenn das nicht reicht, dann reicht hier heute gar nichts. Ja gut. Wie gesagt, das Bodykit würde draufgehen, theoretisch. Halt eine Sache, darf ich jetzt hier an der Stelle nicht vergessen. Der Turbo-Ready-Motor wäre halt echt einfach nur grober Unfug, den hier einzubauen. Ja, nee, komm. Das lasse ich einfach sein. Final. Kriege ich hiermit vielleicht die Gewichtsverteilung einen Takt nach vorn? Kriege ich tatsächlich. Aber das ist schon ordentlich Gewicht, was da drauf geht. Wobei das vielleicht gar nicht so unfassbar schlecht ist, wenn der Wagen einfach ein bisschen mehr wiegt noch. Ja, komm, mache ich einfach mal. Warum denn nicht? Warum der Geiz? Aber ja, ich habe ja gesagt, es kann eigentlich nichts mehr schiefgehen beim letzten Respin. Dann habe ich einen Astra gesehen und dachte mir, okay, da kann doch noch einiges schiefgehen. Aber wie gesagt, mit der NSX bin ich jetzt gar nicht so schlecht beraten. Das ist definitiv eine Wendung, die ich persönlich attraktiv finde. So. Ist aber echt nicht schlecht. Langer Radstand, Mittelmotor. Damit auch eine relativ ordentliche Gewichtsverteilung. Damit kann man arbeiten. Ist halt nur die Frage, wie gut das funktionieren wird. Bei meinem Glück gut, werden wir heute sowieso kein Offroad fahren. Das wissen wir auch alle. Aber die Chancen stehen gut und außerdem fahren wir ja ausschließlich in der Winterjahreszeit. Was dann dementsprechend bedeutet, ich habe zumindest diesen Vorteil hier. Wenn einer mit Heckantrieb heute ankommt, hat er ein Problem. Aber 10.000 fürs Tuning sollte jeder hoffentlich irgendwie haben. Jo. Auto leicht. Auto hat Leistung. Auto gibt Gas. Route wird neu berechnet. Bei nächster Gelegenheit wenden. Ich bin nicht links an der Brücke vorbeigeflogen. Das ist neu. So. Ich möchte hier einfach nur mal ganz gerne durch.
Perfekt. Bei nächster Gelegenheit wenden. Wie ist das Spiel bei mir auf dem Ohr so unfassbar laut heute? Ich kann es nicht genau erklären. Ich werde die Lautstärke tatsächlich einen Tacken runterstellen. Das brüllt mir hier echt die Ohren gerade zusammen und ich kann es nicht genau erklären. Das hier dürfte immer noch ordentlich laut sein. Aber keine Ahnung, woran das liegt so. Oh je. Der Furzaton Live beginnt gleich. Neue Bestleistung. Jetzt würde ich natürlich gerne wissen, mit was meine vorherige Bestleistung war, aber das werde ich nicht erfahren, leider Gottes. Sehr mies, sehr mies. Ich kann auch meine Uhr die Zeit nicht erkennen. Okay, Halbzeit ungefähr. Bei nächster Gelegenheit wenden. Gucken wir mal, wie wir hier so abschneiden. Oh je. Bei nächster Gelegenheit wenden. Ja, nicht unbedingt schön zu kontrollieren nach aktuellem Ermessen. Ich würde einen Tacken weniger Lenkwinkel geben auf jeden Fall. Fahrwerk doch noch ein Stückchen weicher. Hinten noch mehr Aero. Komm, gehen wir mal in die Vollen. Und die Verteilung noch ein bisschen mehr nach vorne. Bei nächster Gelegenheit wenden. Easy. Route wird neu berechnet. Ist damit auf jeden Fall stabiler. Würde ich aber mal vermuten mit diesen Einstellungen jetzt. Ja, doch, das funktioniert jetzt auf jeden Fall doch besser. Ist das ein geiles Bild? Ist das ein geiles Bild? Wenn die NSX jetzt noch ordentlich aussehen würde, also ohne den Flügel, dann wäre das verdammt geil hier, nicht? Ne? Also, das sehe ich schon. Das ist aber halt auch wirklich, also hier auch die Reflexion im Wasser, eine visuell wunderbare Expansion. Das kann man nur immer wieder betonen. Und gerade im Winter noch mal schöner, finde ich. Good job. Good job, Player und Games. So. Aber ja, ich glaube, die NSX ist damit an sich eigentlich fertig. Ich denke nicht, dass ich daran noch groß was einstellen werde, was den Wagen irgendwie verbessert. Ich setze einen kleinen Snit. Und dann sehen wir uns gleich. So, da sind wir wieder. Die winterliche Kälte hat allerdings schon ihre Opfer gefordert. Eragos steckt im Sturm fest, im wahrsten Sinne des Wortes. Also der kommt gleich hoffentlich wieder dazu. Wir fangen aber schon mal an mit der Vorstellung der Fahrzeuge. Wir beginnen hier bei nur 24-Stunden-Racer. Was hast du gezogen, so kurz zusammengefasst und aufgebaut? Also zuerst hatte ich bei den Wheelspans ein bisschen Pech. Zuerst 15.000, dann 10.000, gleich nochmal 10.000. Am Schluss die Erlösung 110.000. Das, da habe ich mir gedacht, was hat Allrad, fährt sich im Winter gut? Dann habe ich sofort zu Subaru. Mein Freund schwört auf den 2005er in Forza. Da habe ich dann einen schönen V8 mit 7 Liter reingeballert. 750 kW, 1300 Kilogramm und 1100 Newtonmeter. Und das Ganze mit Winterreifen sollten. Stark untermotorisiert, würde ich da mal sagen, ja.
würden jetzt die getunten Supra-Fahrer sagen. So. Gut, Acid, wie sieht's bei dir aus? Ja, ich habe am ersten Spin den wunderbaren Datsun hier gezogen und ja, danach mit den anderen drei Spins hatte ich zusammen 165.000 dann halt fürs Tuning übrig. Ich habe in die Kiste einfach alles reingeknallt, was geht. Ein RB26 Swap und naja, habe noch 100.000 knapp übrig. Kann man so machen. Pluto. Also ich hatte im ersten Spin hier die Sylvia und hatte da noch über die anderen drei Wheel Spins insgesamt 440.000 zum Tuning. Alter. 110.000 bin ich losgeworden, ist halt ein Vollaufbau geworden mit V8. Ihr immer für Spins habt, irgendwann glaube ich nicht mehr, dran hier. So, Date. Ja, ich habe einen Alfa Romeo 4C gezogen im ersten, danach insgesamt Budget von 185.000. Kurzinfos zum Auto, weil ich das sehr interessant finde, was der an Leistung rausholt. Übrigens, das ist ein Vollaufbau, bis auf den Vorderflügel, den habe ich jetzt designtechnisch einfach mal weggelassen. Der hat 578 kW bzw. 785 PS auf 781 Kilo und 607 Newtonmeter. Bedeutet auf gut Deutsch gesagt, dieser Alfa Romeo hat ein Leistungsgewicht von 1 PS pro Kilo knapp. Das ist ja ein bisschen mehr. Weil ich deswegen bisschen mehr, heißt er auch Alfa Romeo 1-to-1, ich verstehe. Genau. Gut, alles klar. Oder noch besser, er heißt 101, weil in Großbritannien, das ist tatsächlich die Nummer für die Polizei 101. Merkt ihr was? Das ist höhere Kunst des Tunings, das muss man erstmal verstehen. So, gut, Muffin, wie sieht's bei dir aus? Ich hatte 15.000, hab dann noch einen 1969er Hudson Olds von 442 gezogen, den ich für 32.000 dort verscherbelt habe. Ein 2015er California T. Und ich habe noch die britische Kohle gefunden, habe ich auch noch rübergeschifft, noch eben kurz vor Brexit. Und ja, das waren dann nochmal 100.000. Darauf ist dann voller Aufbau geworden. Bin nicht alles losgeworden. Ist klar. Ist auch der Grund, warum wir heute nicht auf der Hauptgegend drehen, sondern auf dieser, ich sage jetzt mal, skandinavischen Insel. Weil durch den Brexit wurden wir halt des Landes verwiesen. Ja, das ist, muss man dran arbeiten, dass wir da wieder drauf dürfen. Andi, wie sieht es bei dir aus? Ich hatte die NSX und 165.000 fürs Tuning, dachte mir, fuck it, ich mache aus allem Offroad-Aufbau. Und aus Prinzip habe ich mich für den Rocket Bunny Flügel entschieden. Weil warum nicht? Ja. Warum hast du nicht Breitbau-Kit dran gemacht? Weil der mir dann zu tief lag. Kann man den dann nicht wieder höher legen? Doch, aber nicht so hoch wie ohne. Echt? Aber du hättest doch dann viel breiter sein können. Ja, ich musste abwägen, aber der lag mir zu tief. Bei Wheelsman gibt es keinen zu tief. Gut, bei mir war es die grüne Welle, deswegen auch ein grünes Design. Ich hatte aber trotzdem immerhin in der Summe 95.000 zum Tunen plus die Silvia Club KS gezogen. Das ist natürlich kein Vollaufbau. Ich habe mich aber einfach mal für den drehzahlstarken Rallye-Motor entschieden, also nicht für einen RB26-Swap, weil ich einfach gedacht habe, der bringt mir einfach ein bisschen mehr Drehmoment fürs Geld. Und Breitbau-Kit oder Umbau-Kit, auch Rocket Bunny, weil einfach ein bisschen breiter und so weiter. Und tatsächlich, ich habe ihn sogar ein bisschen tiefer gelegt, weil ich das zu hoch fand. Also bei mir ist das irgendwie nicht so gewesen, deswegen. Aber okay, gut, dann machen wir weiter mit Justin. Gut, dann hätten wir das auch geklärt. Justin, du bist super leise. Pause. Gut, wenn Justin das fix, würde ich sagen, mach mal der Lolol weiter. Okay, ich hatte 95.000, hab dann für 83.000 den RS4 gekauft, hatte also noch 12.000 fürs Tuning, Offroad-Reifen, Offroad-Fahrwerk und bisschen Leistung. Also kann man sagen, du hast den Ray gemacht. Ja. Gut, dann Filmexperte. Ich habe einen Clio gezogen und fürs Tuning insgesamt 130.000. Ich habe auch den Turbo Rally eingebaut. Ja, das ist ein ziemlicher Maximalaufbau. Und der fährt sich auch halbwegs passabel. Okay. Halbwegs. Dann, Crapper. Ja, ich habe ein sehr unpassendes Auto für dieses Wetter gezogen. Einen Mustang Mach 1. Hab dann
nur 30.000 fürs Tuning gehabt, heißt Kompressor und Winterreifen, das war's. Und noch ein patriotisches Design. Ja, das muss sein. Es gibt mindestens 5 extra PS. Aber nicht mehr. Pro Stern. Pro Stern, 10 PS. Ja. 10 ja, PS. Natürlich, pro Stern. Ne, 5. 5. Also, ist ja ein Mach 1. Ne? So. Wenn es ein Mach 2 wäre, dann wäre der Multiplikator auf, würde dann auf 10. Ne? Das wäre dann so. So, Justin, wie geht's mittlerweile? Hört man mich? Ja, besser wie vorhin auf jeden Fall. Ja, 220 PS. 1,5 Tonnen. C-Klasse 547, das Auto und 40.000 gezogen. Okay, das ist auch so ein typischer Race-Spin, würde ich sagen. Sehr gut, dann fehlt nur noch Aerogos, aber der ist immer noch im Sturm anscheinend. Deswegen machen wir jetzt, glaube ich, nochmal einen kurzen Cut in der Hoffnung, er ist zurück. Und wenn nicht, dann halt nicht. Da sind wir. Das erste oder die erste Veranstaltung ist gleich mal richtig schön querfeld einjagen. Und wie ihr seht, Aragos ist immer noch nicht aus seinem Stuhl zurückgekehrt. Ist auch fair, dass Justin in dem Team ist mit den weniger Spielern. Aber ihr habt, glaube ich, auch die stärksten Fahrzeuge. Laut Elite. Naja. Außer Data. Mit Abstand doch. Ist egal, wie es ist. Am Ende zählt nur, dass der Ray oder sein Race-Team gewinnt. Wobei letztes Mal war das ja so fies, dass ich am Ende nicht gewonnen habe. Ja, das habe ich mir gemerkt. Vielleicht ist es heute auch ein bisschen anders. Schauen wir mal. Im Skript stand immer noch, die beiden Ferraris sollen das gleiche Team. Das stimmt, aber wir haben heute nur ein Ferrari dabei gewesen. Wobei der Alpha könnte man ja vielleicht dazu zählen. So, die Kiste verschlägt es erstmal. Jetzt wird's schon. Wenn es zum Beispiel eine Kiste ist, keine Tonne, nicht mal 800 Kilo. Ich merke, bei mir wird es richtig spannend heute. Ja, ey, Holz schwimmt gut, ja. Und am Schluss fahren wir ein bisschen mehr. Das darfst du nicht vergessen. Ich bin sehr froh, dass ich mich gegen das Bodykit entschieden habe. Ich bin froh, dass ich mich dafür entschieden habe, weil sonst glaube ich, würde ich gar keine Probleme kriegen. Aber wie gesagt, bei mir macht das glaube ich... Ich habe keinen Unterschied bei dem Aufbau. Wow. War das eine gute Entscheidung? Vielleicht zu euch ein bisschen die Leistung, habe ich das Gefühl. Ich glaube sogar, das war gar nicht so eine dumme Entscheidung. Och! Mit der Clio Vita. Ach du Heiland, ey, das dreht. Hoch rechts! Oh ne, das war nicht nach gut. Rechts. Das Ding fährt richtig gut, ey. Das macht richtig Spaß zu fahren. Ich gedacht, dass es so smooth geht. Ja, Silvia geht gut. Ja, ne, also Wand. Echt krass. Okay, das ist jetzt halt natürlich scheiße hier. Wenig Gewicht und... Da dürfte jetzt der 4C richtig Spaß haben durchs Wasser. Ich hab auch richtig Spaß! Okay. Das hat Gewicht, ist da alles irgendwie, wenn man durchs Wasser fährt. Und halt Bodenfreiheit. Bitte besser, alles drei Sachen, die ich nicht habe. Ja. Hier fehlt so ein Leistung. Dafür geht's am Ende ordentlich mal los. Das ist der letzte Spiel, den habe ich nie gekriegt. Oh. Ich schreibe kenne ich mal. Ich finde, das ist eines der geilsten Querfeld-Einrennen tatsächlich in, von allen Forza Horizon 4 Querfeld-Einstrecken. Ach Gott, wo fliege ich denn? Weil da irgendwie so ein bisschen dabei ist. Oh nein. Ich bin auch gegen das Ding oben fast geklatscht. Aber da ist eine Höhle da. Abgebrochen. Ja, du, also wenn du dagegen klatscht, dann bist du trotzdem im Ziel. Ja, ja. Oh, zum Glück. Ich glaube, man war kurz vorher schon, bevor man da überhaupt gegen klatschen konnte. Oh, geh nicht ins Wasser! Der Vorletzte aus meinem Team. Hilfe. Ja, der Überschlag hat jetzt was gekostet. Ja, es ist nicht immer von Vorteil, mehr zu sein. Will ich mir hier so anmerken. Das ist alles unfair. Gewonnen! Das Warum Leben ist also unfair. Date ist jetzt letzter geworden, ne, mit dem meisten LI. Das ging aber auch gar nicht mit dem Auto. Mein Gott. Nur Sprünge und dann so wenig Gewicht. Die ging gar nicht mehr runter irgendwo. Ja, dann kannst du dich jetzt auf jeden Fall schon mal freuen. Wir werden nämlich jahreszeitentechnisch im Winter bleiben. Im Winter ist es sicher nicht schlimm. Mit dem krass. Auto. Ja, ne, gell? Krass. Das Problem sind eher die Sprünge. Krass. Unebenheiten. Das Problem sind die Drag Races mit Kurven.
Ja, die Krippenstraße würde ich gerne mit Kollision fahren. Wir werden sehen, ob wir die Krippenstraße überhaupt fahren. So, meine Damen und Herren, ich präsentiere die nächste Veranstaltung gleich. Ich muss erst eine finden, die hier. Ich nehme aber das nächstbeste. Und ich das muss noch laden. Ja. Alles gut, alles gut. Boah, ist das langweilig. Ja, beschwer dich mit dem Zufallsgenerator. Ich hab mich ja nicht über dich beschwert, oder? Ja, ich hab dir nur gesagt, wo du dich beschweren kannst. Ja. Ich schreib dir in der Mail. Guck einfach den Zug. Nach den Entwicklern von Zufallsgenerator in der Mail schreiben, ihr seid doof, warum fahren wir ein Sprintrennen? Die würden da gar nichts mehr verstehen. Denken sie so, hä? Aber ohne Einleitung oder sonst was. Ja. Ich hasse euch, tschüss. Jetzt verstehe ich. Das ist ein schwieriges Wort. Stop, jetzt sind alle da und synchronisiert. Sogar Eragos ist da. Mensch, hey, den nehmen wir auch noch mit. Der hat einen Random-Faktor, weil niemand weiß, was er fährt. Steht das Haus noch? Passt, gut, dann kann er jetzt auf den Königsdeck wechseln. Dann, ja, gut, dann bitte ich um Erklärung, wie du 1 Million Spins gezogen hast mit nur 4 Spins, so wie Andi und ich. Ne? Kommt dann gut. Schon. Ich würde sagen, wir machen einfach, es ist eh ein Cut-Festival, Andi, das wird eine Freude, das Video zu schneiden. Wir machen mal kurz einen Cut bis zum Start mit Eragos und bis gleich. Und die Frage, die wir uns stellen, welches Rennen werde ich rausschneiden? So, da sind wir wieder zurück mit Eragos. Ihr habt es ja mitbekommen, er ist zurückgekehrt aus dem Sturm. Und sein Sturmmobil ist ein, wo haben wir ihn denn? Ja, ein T1-Pulli. Geil. Läuft. Aber vom Leistungsindex ist er immerhin stärker als ein Ford Wagon. Also wir haben hier auf jeden Fall gerade. Ich bin immer noch der Schlechteste. Justin gegen Eragos. Und den niedrigsten eigentlich hast du auch noch. Eigentlich währenddessen schon mal auch erzählen, was er so gezogen hat und wie er es aufgebaut hat. Da kann er das so ein bisschen nachreichen. Also, ja, grausige Wahrheit ist, das war das zweite Auto. Ich hätte vorher noch, jetzt ganz vergessen, was ich eingezogen habe, aber im Prinzip waren 37.500 fürs Tuning, Motorsport, Winterreifen, Allrad und Offroad-Fahrwerk habe ich noch reinbekommen und das war es dann aber auch schon. Okay. Also leider doch nicht der Königsdeck geworden. Den Ray gemacht. Richtig, genau. Und dann habe ich mir noch ein schönes Design rausgeholt, was nostalgisch ist. Schön, mit Blumen und so. Ja. Ah ja, es gibt extra Leistung. Ja, je mehr Aufkleber, umso schneller geht er, habe ich gehört. Bei mir ist so, je mehr Pink, je mehr Leistung. Funktioniert leider nur nicht. Ja, das kann nur Huber. Ja, das ist richtig. Das ist die Hubersche Tuning-Expertise, ja. Wie driftet einer? Ja. Als wenn ich den Kontrollpunkt meiner Rutsche habe. Bei meinem kurzen Radstand muss ich ja auch driften, sonst komme ich ja nicht hier rum. Ich habe den kurzen Radstand. Was, du hast einen kurzen... Also das kannst du nicht in der Hand einen kurzen sagen. Stand? Krass, kurz. Daniel ist 1,87 groß. Ich glaube, sind wir jetzt bald mal oben auf dem Berg? Niemals. Jetzt haben wir den PC auf der Straße auch nicht gefilmt. Okay. Hey, Moment, ich hab nur ABS an, der Rest ist aus. Ja, und? Oder ich hab noch viel mehr Spaß. Also in Luftlinie bin ich ganz knapp am Führenden dran, es sind nur 2 Serpentinen dazwischen. Ja, mal schön Cut ziehen, ne? Ja. Also ich bin gerade ganz unten beim Berg gefühlt. Kontrollpunkt verpasst, sehr gut. Hast du kein Allrad drin? Ja. Ja. Nein. Ey, hast du Allrad drin? Oh Gott. Ist das die Kurven nicht gut rausgekommen? Ja, die langen Kurven, die sind jetzt ein Problem. Ja. Da schmiert's einfach komplett weg, das Ding. Aber reicht. Schade. Wallride. Naja, das war bei mir kein Wallride mehr. Nicht hoch. Das war. Okay. Das war Exitus. Nein, nein, nicht gewinnen. Nein. Ja, damit steht's. Nein. Wenn denn am Ende nichts mehr passiert. Passiert nicht mehr. 1:1 zwischen Team Rot und Team Blau.
Schon wieder gewonnen. Sacre bleu. Guck mal einer an. Bei 1 zu 1 sagt er schon wieder gewonnen. Hä? Ja, ich glaub, das hat einer das Punktesystem nicht verstanden. Scheinbar, ja. 7 zu 1 für Deutschland, Brasilien gewinnt. An Liebe, Golf und so weiter auf jeden Fall. Ja, an Mitleid. Was? Was? Gut. Nach Querfeld ein, Sprint, kommt natürlich jetzt eine Winterveranstaltung. Und zwar ein weiterer Sprint, nicht. Ja. Nee, kein Sprint. Komm, kein Sprint. Ich habe mich verzählt. Ich habe mich verzählt. Nee, nicht verzählt. Wie sagt man das, wenn man sich verplaudert? Fatal. Verplappert. Verplappert. Verstört. Ist auch egal. Ich habe mich verstört. Was soll der Geist? Stell's. Wir fahren auf jeden Fall einen Rundkurs. Querfeld ein. Nee, nix Querfeld ein. Dann, wenn man nämlich einen Offroader aufbaut, ey, warum denn? Auf Asphalt. Ja, aber. Ich schreib dir echt eine Mail. Ja, schreib. Ich bin absolut bei dir. Ich habe nämlich auch mehr auf Offroad, beziehungsweise auf Rally. Sagen wir mal, ich habe auf Rally gesetzt. Vor allem, jetzt sind wir schon auf Fortune Island im Winter. Kommt trotzdem nur Straßenrennen. Ja, es kommt trotzdem nur Scheiße. Sei froh, dass er nicht Porsche sagt. Ja. Ja, genau, ich bekomme eine Antwort von Porsche. Ich weiß es nicht. Porsche, ne? Porsche. Nee, Porsche eher. Dann heißt das nein, ich möchte Audi. Diese Haare nicht kaufen. So. Porsche. Wer hat hier noch so alles mit? Easy peasy, lemon squeezy. So, schauen wir mal, ob wir diesmal den Ladebildschirm den Zuschauern liefern können. Oder ob er diesmal wieder weggeschnitten werden muss. Dabei sind die doch so unterhaltsam, Mann. Justin, was haben wir gesagt mit rumfahren? Du bist doch selber vorgefahren. Der ist mir gerade reingefahren. Du bist trotzdem gerade vorgefahren. Ich weiß nicht, ob du cool. Diese Aussage tätigen solltest. Doch, auf alle Fälle. Ihr seid doch komplett durcheinander. Aber warum? Warum höre ich jetzt so eine ekelhafte Hupe? Warum habe ich jetzt eine Polizeihupe im Hintergrund? Kasu-Kapelle. Weil ich die gerade aktiviert hatte. Oh. Oh ja, du bist plötzlich weg, weil du wollte mal schauen und geht das in den Ladescreen bis hinein oder so. Ich glaube, wir haben einen guten Tausch gemacht. Ach du Heiland, ey. Stimmt, wir haben irgendwas verloren, glaube ich. Oh Gott. Irgendwas Großes, oh. Schweres, Langsames. Kommt was Wurschiges. Ja, doch, wir haben einen guten Tausch gemacht. Jo, genau. Jetzt bin ich in die Liste ja ganz toll. Wie sollen das halbwegs ausgeglichen sein? Also ist es? Wenn jetzt kommt nicht mit, ihr habt nicht, einen Arm. Wir zweifeln nicht das Skript. Wenn das Skript sagt, das ist so, dann. Ja, wir haben gleich viele A-Fahrer. Ja, du bist so ein guter Fahrer, der Wagenzähler ist X-Klasse bei dir. Blauer Power gibt jetzt Gummi. Ganz vorne, jawohl, let's go. Du bist ja im Schreiben, steht da hinten Peace drauf. Also jetzt hier mal keinen Krieg anfangen. Effective Pit, das ist richtig cool. Krieg? Da sehe ich mich. Erebus! Ich mein, gar kein Erebus. Oh Gott. Das war knapp. Alles zu dem wir vorbei. Obacht. Alter, ich muss auf die Seitenstrecke fahren. Geil an dem langen Bus ist, du kannst so hart cutten und der Arsch trifft immer noch den Checkpoint. Das ist Ausnutzen des Spielmodells. Das ist für mich aber nicht in Ordnung. Das werde ich reporten. Jetzt sogar in Grippenko. Wahrscheinlich auch noch mit Erfolg, aber dann wirst du gesperrt. Ja. Weil du so unsozial bist und Spiele reportest. Ich reporte dich 5 Sekunden Zeitstrafe für Vettel. Finde ich gerecht. Absolut. Mein Scheiße. Setze komplett nicht direkt in den Bereich. Oh Gott.
Der Wagen ist ein bisschen zu weich für die Strecke. Bin mehr hier am Rumdriften, aber es macht Spaß, deswegen mach ich's. An die Regel schon. Na. Für Team Rot. Ich hab Gas, ich hab Spaß. Mal gucken, wie oft ich überrundet werde. Und der ging anders, oder? Leicht. War das, auf das, war das nicht die, Andi, das haben sie früher nicht gesungen. Jetzt ist es anders. War das nicht die neue deutsche Welle? Okay, nein, nein, das ist die alte. Das ist eindeutig die alte deutsche Welle. Ja, Andi, ich glaube, das Lied ist doppelt so alt. Doppelt so alt? Ja, was, ist das neu oder das alte? Was? Beide. Mindestens beide. This car is a lap down. Was war denn das? Ah, oh, meine Kiste fährt ungefähr wahnsinnig geile Kurven. Ich feier's, ich kann den Bus in alles reinschmeißen, der macht alles mit. Und die Umwelt, Andi, fahr mit dem Bus. Da steht ein Reh auf der Straße. Solange es kein Känguru ist. Die sehen ja nicht in Bathurst. Von den, ja, das ist richtig hier fast. Haben die echt ein Känguru weggemäht, ja, oder was? Nein, aber es war sowohl im Qualifying als auch im Rennen war eins auf der Straße, also auf der Strecke. Nee, das war Streckenmaskottchen. Aber es ist nichts passiert, oder? Nein, auf der Strecke tatsächlich, Ray. Nee. Ja, aber es war trotzdem im Training. Achso, im Training. Ja, ich hab neben der Strecke verstanden. Nee. Zwei Stück waren's. Eins ist dann sogar in die Gegenrichtung noch gelaufen. Skippy und Skippy. Geister Känguru auf der Straße. Vor dem Buschfeuer. Gibt's ja auch ganz viele Memes sozusagen auf den P1, Andy, P1. Da war ein Justin. Ja, bei mir. Thank you. Alter, ich rutsche. Alter, ihr Spaßverderber seid schon. Also, Andy, jetzt hättest du nicht hier. Grazie, ragazzi. Genau, grazie, ragazzi. Grazie. Forza Ferrari. Grazie, tutti amici. Tutti frutti, was? Nee, das war was anderes. Honda Kawasaki Mitsubishi. Keine Produktplatzierung wohl bemerkt. Die zweite Runde geschafft. So, Team Rot geht damit in Führung. Ganz klar verdient. Ja, würde ich schon sagen, ja. Einfach haben wir einfach auch die besseren Pferde gesetzt. Frennlos. Ist aber auch eine faire Runde hier. Ja, finde ich auch. Also, so muss es sein. Gut, unsere vierte Veranstaltung führt uns. Den Witz bringe ich jetzt nicht nochmal mit der Jahreszeit. Der führte uns tatsächlich mal auf einen Rallye-Rundkurs, also ein Kripprennen. Yeah. Welche Jahreszeit? Ich dachte, jetzt geht's auf die Hauptmap zurück. Ich glaube, Frühling. Nee, Mann, der Brexit hat uns doch ausgewiesen. Wir dürfen nicht. Ab nach Blizzard Mountain. Dieses Wochenende gibt's nichts in Großbritannien zu sehen. Jo, Blizzard Mountain, das war geil. Das war geil. Auf dem Eissee. Ja, wir haben ja schon so einen halben Blizzard Mountain aktuell. Also ja, der Winter hier. Der Eissee, der kleine Eissee, der mehr Nutzen hatte als der große hier in der Hauptmeld. Der große Eissee ist nur als Abfaktor und den kannst du nur einmal in 4 Wochen nutzen. Das ist das Geile dran. Ich hab's mir letztens erst gedacht, im Prolog war da doch ein Mega-Festival drauf auf dem Ding, oder nicht? Ja, war so ein fettes Ziel, wo es da drüber gesprungen ist. Stimmt, warum ist das dann nicht? Das hätten sie eben machen. Das wahrscheinlich, doch voll weil es nach dem Prolog und den ganzen Trophy Trucks, die drüber geballert sind, eingebrochen ist und Leute den Tod gerissen hat. Im Sommer, wenn du über den See drüber springst, kannst du in den Tiefen immer noch das Riesenrad sehen. Und ganz viele Skelette. Oh Gott. Nicht dran festklammern. Titanic 2.0, ey. Mach das hier raus. 18, wenn das so weitergeht. So, alles synchronisiert? Jo. Was für eine Strecke? Eine Grip-Rundkursstrecke. Da fährt man aber, merke ich gerade. Ja, ich denke es mir gerade rein vom Verlauf. 50% auf Asphalt. Wie immer halt in Forza. Halt eine Forza-Strecke. Weißt du, dann fahren wir Offroad und Ray beschließt, nee, wir fahren nicht Offroad. Ey, ich nehme immer die nächste Veranstaltung von da, wo wir sind. Ich mache da nicht lange Überlegungen. Ja, vor allem, ich habe dadurch ja auch keinen Vorteil mit meiner Kiste. Hat man ja auch gerade eben gesehen beim Rundkursrennen. Digga. Ich sehe es jetzt schon, jetzt kommt auch die A-Klasse noch die andere zu uns rüber. Fährt keine A-Klasse mit? Nein, ich meine der mit der Klasse A, der zweite. Also. Dann schwingen wir mal das Federbein.
Ja, die Hupe. Da. Muss das sein? Hier die ganze Zeit die Polizei im Hintergrund. Hört auf mit dem Mist. Ich hab nix. Teams sind fair geblieben, das Spiel hat erkannt, das war ein faires Ergebnis. Pluto hat das Team, glaube ich, auch noch gewechselt. Ich sehe Sebe da kommen, in der letzten Veranstaltung bin ich rübergeschmissen. Wobei, wenn wir jetzt... Du bist trotzdem, ja. Ah, nee, halt. Geht ja wieder nicht, ist egal. Team Rot kann auf jeden Fall jetzt gewinnen, wenn sie gewinnen. Das ist ja noch unfairer. Team Blau kann Rot kann gewinnen, wenn sie gewinnen, ja. Wenn sie ausklappen. Ja, nee, insgesamt gewinnen. Das wäre der dritte Sieg. Mehr kann man nicht holen, also... Nee, weniger kann man. Fahren wir einfach. Tun wir auf jeden Fall. Wir verbleiben einfach mit einem Ja. Jeder genau, gibt jetzt einfach Vollgas. Ja. Das ist die minimale Anzahl, um zu gewinnen. Das wollte ich sagen. Sag es doch. Hab ich ja jetzt. Und schon wieder letzter. Da schon wieder kein Glück. Wird mir stinken, wenn ich du wär. Wow. Oh, da ist ja noch Eis. Boah, da ist wirklich Eis. Oh Gott. Komm, Eis, 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 Baby. Fast ein Checkpoint verpasst. Hab ich noch bemerkt. Oh, Junge! Blau, Blau, Blau. Komm doch rum, ey. Geh mal da, warte, bleib schon. Der Clio hat halt Bums ohne Ende, glaube ich, ne? RS4 vs. VW-Bus. VW-Bus gewinnt. Der Clio ist halt auch wendig. Warum? Ja, aber das wendig nicht kann halt auch böse sein. Das kann ich auch mal schön in die Scheiße drehen. Reifenspiel. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ich gehe doch vor. Aber Team, das sieht soweit nicht schlecht aus. Die Position können wir halten. Ja, Team Rot, schränkt euch mal an hier. Was ist da los, Acent und Merlolol? Ja, er verliert gerade gegen den VW-Bus. Ja, ein bisschen Gas geben hier. Der peinlich sowas. Ich probier's, ich probier's. Wir gewinnen zu 0. Ja. Brems, ja. Audi! Guck, dein Kack-Quattro kannst du sonst wohin schieben. VW-Bus brauchst du. Ich glaube, der alte schwere 6-Zylinder Toro war jetzt nicht die beste Entscheidung in dem Fahrzeug. Och nö, ey, das Teil rutscht halt die Hölle, ey. Ja, weil jetzt die Kacke fahren, warum immer. Den hast du ja nicht gekriegt, Bruder. Doch. Was? Wenn sich ein VW-Bus besser im Schnee fährt als ein Quattro. Was machst du für mich, Experte? Oh. Oh, ich mach komm schon. Das bringt auch unseren Sieg nicht in Gefahr. Ja, weil der so in Gefahr ist. Ja, aber hallo. Der ist in Gefahr. Oh, da ist ein Clio. This car is a letdown. Ja, genau, Vorserkante oder was? Jetzt lass einfach mal eine Atombombe da vorne platzen, ist Platz 1 bis 5 weg. Och ne. Ja, einfach nur einen blauen Panzer, dann geht ab. Ne, der kloppt gerade den RS4. Ja, mach mal das Stück Holz da weg. Bist du betrunken oder was? Wieso ist der VW so gut im Schnee? Der hat das Ziel. Weil du einfach nicht sauber fährst. Ich mal noch sowas. Warum ist der alte Mustang im Schnee so gut, frage ich mich. Wurde für nichts anderes gebaut. Den hat der Andi schon in der Hand, der hat jetzt die Rallye-Gene. Das stimmt so. Nicht, den Mach 1 bin ich noch nicht gefahren. Das ist, glaube ich, der Sieg für Team Rot. Glückwunsch. Scheiße. Egal, so, VW-Bus poliert RS4, jetzt Schlagzeile. Jetzt kommt tatsächlich nur noch drauf an, ob auch jeder von Team Rot auch in der letzten Veranstaltung bei Team Rot bleibt und damit zum Siegerteam wird. Nee, einer von uns beiden wird wechseln. Meinst du? Ja. Ja, wenn du steht das im Skript. Du schreibst die Skripts, du musst es ja wissen. Du weißt ja, wieder deswegen sage ich ja, einer von uns beiden. Ja, ich ist das weiß ein schon, Teaser oder weißt du es wirklich ich nicht weiß, an? Du hast es Zufall schon, überlassen. Ich weiß schon, dass ich sein werde. Ich sag jetzt schon, beide gehen rüber. Wir haben Zeit. Beide nur einer. Oh je. Beide wären natürlich einer. Fair, aber wenn beide Adi gehen sagt, rüber und nehmen die Punktzahl mit. Nee, das geht ja nicht. Dann gibt es dreifache Punkte, wenn wir beide rüber gehen. Dann gewinnt Team Blau. Easy, Alter. Wo kommen wir denn hier hin, ja? Ah ja.
So, ich glaube, das hatten wir schon, die Veranstaltung. Dann machen wir jetzt aber die hier. Welche Jahreszeit? Nacht. Sommer mit weißem Puder. Die, glaube ich, nach Herbst kommen die, glaube ich, aber... Frühling. Ah, Sommer. Nee, ich glaube noch davor, Porsche. Ray, ich glaube, es war Nebel. Ich habe gehört, Nebel. Das ist Herbst. Ja. Alles ja, Nebel war es, die Jahreszeit. Hagel. Nebel. Oh, Hagel wäre mal geil, Horizon. Der Blizzard hier in dem Spiel ist leider richtig. Ja, Andi, super Hagel. Halt fährst du mit Simulationsschaden, geht langsam deine Karosse kaputt. In CVE auf einmal kommst du in Shadowbite Autos kaputt. Wir haben dich noch nicht mal gesehen. Ja und? Das Hagelschaden. Also, fährst du so auf einmal, fliegt hinten das Boiler ab. Hä? Großes Hagelkorn. Oder, durch die Scheibe auf den Kopf, Fahrradhof. Oder alle cool. Synchronisiert? Ja. Oh, Gelände. Ja, sein Nebel ist am Start, würde ich sagen. Nice. Also es hört auf, wie es angefangen hat. Mit dem Querbildschirm. Ladebildschirm? Alles ist dicht im Nebel gehüllt. Ohne Errorkost, tschüss. Okay, tschö. Bye, have a good time. User left your channel. Er ist echt weg. Ha! User in your channel is recording. Alter? Hä? Nein. Wie nein? Doch. Ist er ja wieder da. Bin wieder da. Willkommen zurück. Warst du weg? Wir haben auch keinen Schabernack getrieben, als du weg warst. Muss ich jetzt echt noch einen Sturm beschwören? Ein Sturm? Warum ein Sturm? Achso, dass Eric was weg ist. Ja. Vielleicht kann er dann Sandsäcke vom Garten legen. So, jetzt wird's spannend. Also vor dem Rennen wird's eigentlich schon spannend. Oh, bitte. Bleibt man im Team oder nicht? Bitte. Bleibt man im Team? Hä? Oh yeah. Huh? Nein, scheiße. Nein. Ja, klasse. Andi, du bist so ein Lügner. Scheiße, das war die nächste Ausgabe. Der Sinn kann sich jetzt glücklich schätzen. Der ist jetzt nämlich ins Siegerteam gewechselt. Das war die nächste Ausgabe erst. Irgendjemand haut's immer rum. Pluto und ich sind drauf gewechselt, glaube ich. Ja. Alter, der Wagon, jetzt ernsthaft. Jetzt der ernsthaft. Wagon hat gewonnen. Der da kommen wir jetzt, gewinnt Team Rot sogar, obwohl wir den mit der C-Klasse im Team haben. Obwohl, aber echt, ja, wie schlecht seid ihr eigentlich im Team? Guck dir meine geile Karre an und sag nichts. Obwohl mehr. Team Rot gewinnt das sowieso. Ja, ja, da ist ja ein richtiges Skyline am Start vorne. Das ist also der VW das Skyline, ist auch ein VW-Bus. Das ist der VW Skyline Typ 34. R36, sorry. Ja, so sieht er aus. Groß, fett, bullig, ey. Bullig vor allem. Endlich Grip, ey. So, ist der, ach, der RS4 ist wieder hinter mir. Der Stein. Irgendjemand ist es genauso gegangen wie mir, ne? Ja. Der ja. Hat irgendwie so eine Senke drin und hat es zwar einfach vor dem Checkpoint nach links rumgerissen. Ja, ich bin nicht der Letzte! Das ist mal Platz 4. Das gewinnt war. Alter. Ray, muss nochmal drüber. Alter. Hätte ich das gewusst, wäre ich ein bisschen weiter nach links gesprungen. Einfach um zu wissen, wie tief ich fliege. Nein! Ich glaube, Andi hatte das gleiche Problem gerade mit dem Checkpoint. Ja, ja. Und das Produkt. Den hab ich doch. Yo, Ray, geht's noch? Der war nice. Ja. Das war Checkpoint. Da kommt wieder Silvias vom Himmel geflogen. Wirklich sauber von drüber gesprungen. Scheiß Steine. Nein, der RS4, den muss ich wiederholen. Nein, scheiße. Jetzt hier lang, hier geht's lang. Oh mein Gott, nein! Oh. Als Ray angefangen hat zu schreien, habe ich auch mal prophylaktisch auf die Bremse gedrückt. Ja, das ist ein guter Weg, ja. Ey, das ist aber eine fiese Kuppe da. Jo. Ich dachte schon, das geht jetzt in den Abhang runter, zum Glück war da noch ein bisschen Auslauf. Warum gewinnt Team Blau plötzlich? Weil wir es einfach können. Weil es soll niemand nachher sagen. Weil das Rip wäre langweilig gewesen, so kann man sagen, es ging 3-2 aus, knappe Geschichte. Eben. Und das Rip auch. Ihr habt gehört, der Sieger von dem Rennen klaut sich die Punkte vom anderen? Ja. Wo willst du das gehört haben? Ich glaub, das ist ja völlige Banane. Das Moritz sind noch hat auch wir sind im gleichen Team, Junge. Was soll der Scheiß? Ja. Ich kann sogar nicht dreimal Checkpoint verpassen in diesem Rennen. Ja, das würde ich sagen, war doch mal knapp. Team Rot gewinnt knapp mit 3-2. Mensch.
Und das ist eine gute Sache. Trotz dem Ford Wagon, die ganze Zeit im Team. Vielleicht auch wegen dem Ford Wagon. Einen musst du halt mal durchcarryen. Ja. Gut, dann würde ich sagen, das soll es gewesen sein mit der heutigen Ausgabe. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn dem so wäre, checkt auf jeden Fall die anderen Sichten aus und lasst überall ein Däumchen nach oben da. Ich bedanke mich bei allen, die dabei waren und dann bis zur nächsten Folge. Morgen gibt's vielleicht eine Multiplayer-Veranstaltung, beziehungsweise Folge. Also ja, lasst euch einfach überraschen. Ich sage tschüss, bis dann. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.